Eine gewohnt tolle Stimmung im Tivoli-Stadion und das Resultat 2:1 gegen Litauen beherrschte das anschließende Diskutieren über Schwächen und Stärken der Nationalelf, aber auch das Feiern beim anschließenden VIP-Empfang. Ich habe von vornherein gewusst, natürlich für die österreichische Mannschaft ist natürlich der Tiroler Boden immer der beste Boden. Sie haben ja so gut wie immer gewonnen bei uns im Tivoli und wir hoffen natürlich, dass sie weiterhin im Tivoli spielen werden oder dass wir des Öfteren wieder ein Länderspiel kriegen. Und also ich finde einfach die ganze Stimmung im Stadion, es war wieder sensationell und man sollte eigentlich öfters wieder ins Stadion kommen, auch zum FC Wacker. Also es ist immer ein ganz besonderes Erlebnis, muss ich sagen. Sicher hat man vielleicht die letzten Spiele spielerisch mehr überzeugt, aber ich glaube unterm Strich ist wichtig, dass wir 3 Punkte gemacht haben und dass wir mit einem Sieg heimgefahren sind. Die Stärke war, dass wir eigentlich immer daran geglaubt haben, dass wir das Spiel gewinnen können. Die Schwächen waren eher, dass wir nicht ins Spiel gekommen sind, dass wir uns das ein bisschen besser vorgestellt haben. Eine Stärke war das Publikum, das uns nach vorne getrieben hat. Wenn man einem Mann im österreichischen Fußball momentan vertraut, dann ist es Didi Constantini, der mit eigenwilliger Teamaufstellung und unerschütterlichem Vertrauen zu seinen Spielern zeigt, wo es lang gehen könnte. Der erste Mann, er wurde dazu auserkoren, das zu machen und jetzt soll er sich damit beschäftigen. Finde ich gut, dass er das macht und er soll das weitermachen. Das ist natürlich eine Sache, die noch einige Zeit dauert, aber jetzt haben wir sich entschieden für dich, jetzt nutzt nichts. Jetzt müssen wir an der jungen Mannschaft festhalten. Auch wenn natürlich wir nicht alles Gewinner werden, aber da muss man durch, ganz einfach, und schauen, dass wir uns stetig verbessern. Der österreichische Fußball ist also am Weg der Besserung, aber beim Tiroler Fußball, da hinkt es ja dann doch noch. Talente gibt es genug, im Grunde genommen ist jede Liga schwierig zum Gewinnen. Die zweite Liga, die erste Liga genauso wie die Bundesliga, es war natürlich schön, wenn sie Serie starten und aufsteigen hätten. Der Tiroler Fußballverband, der in Kürze die lang ersehnte Fußballakademie eröffnen wird, ist wesentlich daran beteiligt, dass der Tiroler Fußballnachwuchs gesichert ist. Der Tiroler Fußballverband hilft insofern, dass ja die ganze Talenteschiene, vor allem im BNZ-Bereich, ja über den Tiroler Fußballverband läuft. Natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem FC Wacker Innsbruck. Bei so viel Fachjury war die Frage natürlich nahe, wie erklärt Mann oder Frau denn die Abseitsregel? Puh, ist eine gute Frage. Ich glaube, die Abseitsregel beginnt ab dem 16er, wenn der Stürmer, der Ball eigentlich vor einem Stürmer vor einem 16 Meter irgendwie ist. Ich würde sagen, Abseits ist dann grundsätzlich, wenn der Schiedsrichter pfeift. Das ist Punkt A. Punkt B. Wenn der Schiri-Assistent anzeigt, dass es abseits ist, dann ist es eine Tatsache und es wird gepfiffen. Über das Abseits als solches sind die Fußballgötter sich eigentlich nicht ganz im Klaren. Ich bin der Meinung als Fußballspieler und auch als Fußballkenner, dass abseits dann Tatsache ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Auch wenn man sich bei dieser Frage nicht wirklich übereinkam, der Teamgeist war an diesem Abend jedenfalls zu finden, egal ob am Spielfeld oder beim Feiern. Ja, der Tiroler Fußballverband ist ein traditionell befreundet guter Verband. Mit dem Sepp Geißler haben sie jetzt einen neuen dynamischen Präsidenten und es ist eine wirklich ideale Zusammenarbeit auf allen Ebenen.